Glaub mir, ich hab den Weihnachtsmann mit eigenen Augen gesehen. Er ist zurzeit bei uns im Haus und hält sich dort versteckt. Er riecht nach Äpfeln und nach Schnee, er kommt wohl gerade aus seinem Wald. Seine Augen sehen so traurig aus, ihm ist bestimmt ganz kalt. Hört mir irgendjemand zu, der Weihnachtsmann ist hier bei uns. Er hängt auf dem Dachboden rum, ich glaube, er braucht Hilfe und ist in Not. Plätzchen, Nüsse und Geschenkpapier sind wild auf dem Boden zerstreut, zwischen zwei Punschzetteln und einer Flasche Schnaps liegt sein Studentenausweis. Der rote Mantel und sein weißer Bart, ja, selbst die Stiefel liegen neben seinem Sack. Mittendrin ein umgekippter Stuhl, auf einer Karte steht von ihm ein Grund. Frohe Weihnacht, ich hoffe, es geht euch gut. Seid nicht böse über meine Flucht. Langsam schwingt er hin und her, als weht ein leichter Wind. Im Rhythmus mit dem Kerzenlicht, das in der Ecke brennt. Er hat sich direkt unterm Fenster an einem Balken aufgehängt. Man kann die Kirchenglocken von hier hören, wenn man ganz leise ist. Ein Tagebuch liegt auf dem Tisch, der letzte Eintrag ist noch frisch. Nur einen Satz schrieb er groß und breit: Ich bin hier und Bethlehem ist weit. Frohe Weihnacht, ich hoffe, es geht euch gut. Seid nicht böse über meine Flut. Ich schau euch trotzdem von mir oben beim Feiern zu. Frohe Weihnacht, ich hoffe, es geht euch gut. Seid nicht böse über meine Flucht. Ich schau euch trotzdem von hier oben beim Feiern zu. Frohe Weihnacht, ich hoffe, es geht euch an.